Hallo und herzlich willkommen zurück bei Someday Over the Rainbow. Richtig viel Rainbow haben wir hier nicht, mehr so private Hölle. Ja. I know what you mean. Können wir nicht einfach hier reinrammen und dann rennen wir einfach mal kurz da hoch. Wir kriegen alles in einem Abwasch hin. Wollen wir es mal probieren? Vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben kein Glück. Mal gucken, was passiert. So, hier rüber. Dann darüber. Dann darüber. Dann darüber. Oh, oh. Ach, Schwein gehabt. Oh, da müssen wir nochmal einen weiter. Okay. Aber der Plan hat funktionuckelt. Jetzt müssen wir noch einen weiter. Das wusste ich nicht. Das konnte man nicht sehen. Let's go, Ghostbusters. Oh Gott. Es ist nicht nur ein, weil es ist noch hier irgendwie. Oh Gott. Oh, get down. Ja, natürlich, klar. Da flog, glaube ich, auch gerade noch einer, ne? Aus irgendeinem Grund fliegt hier noch. Oh Gott. Was ist mit dem da? Ich guck mal kurz hinter uns. Vermutlich sollen wir da lang. Aber hier ist auch noch irgendwas. Vor Bonbonpapier oder haben wir ein Bonbonpapier ausgelassen, weil wir hinten nicht reingegangen sind? Ich glaube fast, wir haben ein Bonbonpapier ausgelassen. Oh nein. Ah, ärgerlich. Gut, hier ist ja sonst nichts. Sowas. Ah. Und zurück. Kann ich zurück? Ja, ich glaube, wir können nicht zurück. Ich glaube... Ja, nee. Wir haben hier leider kein Stück Erde, kein gar nichts. Wir können nicht zurück. Hätte man vorher wissen müssen. Man weiß halt nie, welche Richtung die richtige ist, wo es dann weitergeht. Weiß man einfach nicht. Ah, so ärgerlich. Naja. Machst du, kannst du machen. Nix, musst du gucken zu. Hallo? Na also. So. So. Ah, wir können vielleicht doch zurück. Da drin ist ein Lied. Da ist ein Gitarrenlied. Also, ja, nee, wir können nicht zurück. Ich kann hier nicht runterspringen, leider. Geht nicht. Ne. It's not possible. Wir können das Gitarrenlied, das schöne Gitarrenlied, können wir einmal nicht holen. Endlich haben wir mal ein Gitarrenlied. Ach, guck mal, hier ist alles voll mit denen. It's not possible. Also wenn ich hier irgendwo was reinrammen kann, dann erhebt sich, glaube ich, das ganze Areal. Boah, es ist so... Ehrlich gesagt sehen die Dinge immer noch furchtbar aus. Egal wie oft wir die schon gesehen haben, die sind immer noch furchtbar. Kann ich hier irgendwo was reinrammen? Hier ist ein kleines Stückchen Erde. Das ist schwierig geworden hier, ne? Man muss wirklich gucken. Ist das auch das Richtige?
Nein, es scheint nicht so zu sein. Obwohl da Erde ist, können wir es da nicht reinrammen. Und der Rest hier ist alles Stein und alle machen... Und wir können nichts machen. Kann ich hier hochklettern? Natürlich nicht. Wo geht's denn hier weiter? I don't see a piece of earth. I don't see a piece of earth. Halleluja. Da komme ich auch nicht hoch. Das ist alles Stein, alles Stein, alles Stein, alles Stein. Hier könnte vielleicht ein bisschen Erde zwischen sein. Mal testen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Glaube ich nicht, dass es klappt. Ich probiere nochmal hier. Weil ich sonst weiß ich mir wirklich. Was ist denn hier? Achso, das war gut geklärt. Also hier wächst Gras, aber offenbar ist das Felsengras. Ah! Oh. Hallo? Get down? Mal nicht funktioniert hat, dass man das so genau timen muss. Erstmal durchgucken. Hallo. Hallo. Okay. Wir öffnen mal. Ich warte nur darauf, dass Biest uns gleich wieder verfolgt übrigens. Weil wir haben ja keine Angst mehr, ne? Fuck you, Beast und so. Musik ist weg. Sag mal, waren wir nicht schon... Oh, das ist was anderes, okay. Nee, hä? Ist wieder hier? Okay. Okay. Ich meine, das ist eine schöne Gasse, aber da kommen wir aktuell nicht durch, glaube ich, ne? Ich könnte versuchen, da zu balancieren, aber hier sind halt überall diese Beine. Und da oben sind diese Viecher. Ich wüsste nicht, ob und wie wir da jemals durchkommen sollten. Das war er. Ach, du bist ja auch noch da. Du Süßen. Kleiner Unhold. Okay, aber. Oh Mensch. Das hätte ich jetzt so nicht gesehen, ne? Das ist gut versteckt. Gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. So, da liegen die jetzt drüber und wir können hier theoretisch... die große Scheißfanfare machen. Wenn wir hier was in den Boden rammen, nur mal so überlegt, wenn wir da was in den Boden rammen, hier rumrennen. Hier rumrennen. Bringt uns aber nichts, ne? Dann müssten wir hier ganz schnell wieder raus. Ich glaube aber, das ist... Ich glaube, das ist das, was wir machen müssen. Das ist ja echt beschissen. Oh Gott, das wird... Vom Timing her wird das eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Das wird von, allein vom Timing her richtig katastrophal. Vor allem mit der Kletterpartie halt. Ah! Ich hab's doch gerade losgelassen. Ich wollte sie mal halt bis zum Limit aufladen. Na los! Ich ver...
verstehe. I don't understand. Also theoretisch richtig. Da oben ist keine Erde drauf, ne? Dass wir erstmal hier irgendwie drauf kommen oder so. Boah, Alter, was ist das für ein... Hier wäre noch Erde. Ich probiere mal ganz kurz. Mal gucken, was klappt. Wäre vielleicht ein bisschen gecheatet. Alles klar. Okay, okay, okay. Oh, über mir ist nichts, ne? Nee. Dann warte ich noch mal kurz ab. Ich ahne wie. Pumpf. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Wir irgendwie schaffen was. Mir fehlt ein Selbstbewusstsein. Das ist das einzige Problem hier. So. Okay. So. Und jetzt? Cool. Das sind Steine. Die habe ich nicht gesehen. Hey, mir fehlt so ein Selbstbewusstsein. Okay, die Steine habe ich nicht gesehen. Vielleicht habt ihr sie gesehen. Ich weiß nicht, eure Augen sehen mehr als meine. Weil ihr einfach viel mehr davon habt. Hey, mit Schwung hole ich aus. Okay, nochmal hier. In die Gülle rein. Wir kriegen das schnell. Wir kriegen das schnell. Wenn wir erstmal an den Steinen hängen. So. Da. Ich habe die nicht gesehen, weil ich mich natürlich darauf konzentriere, wo ich hintrete. So. Climb. Und jetzt ist auch schon alles egal. Denn wir haben das Rätsel gelöst. Ich muss aber sagen, Daniel hat eine echt beschissene Fantasie. Die kotzt mich einfach an. Seine Fantasie ist wirklich scheiße. Ja, was ist denn hier los? Das wird auch 100 pro später noch ein Übergang da oben irgendwo. Jetzt müssen wir drunter durch, später müssen wir oben drüber. So. Wer hätte gedacht, dass dieses Tool noch mal so wichtig wird? Ist das richtig? Warte mal. Ich komme hier nicht hoch, ne? Natürlich ist das jetzt schon Übergang, das sehen wir ja. Aber ich komme da jetzt aktuell noch nicht hoch. Nein. Und jetzt warte ich, bis es ausgelaufen ist. Warte kurz. So. Ja, okay. Na gut, ich dachte vielleicht kommen wir jetzt schon und, ne, bevor ich das verpasse, wollte ich wieder gucken. Sicher ist sicher. Boah, das waren 2 Zentimeter und er kriegt wieder Damage. Voll der Geralt. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Ich weiß halt überhaupt nicht, wohin wir gerade unterwegs sind. Wir gehen einfach nur voran, weil wir es können. Ja, okay. Bitte sag mir nicht, wir müssen uns beeilen, weil es da oben nur Stein gibt. Das würde ich sehr hassen. So. Okay. Ne. Da komme ich aber auch. Okay, warte mal. Ich muss da oben rauf, ne? Sehe ich richtig. Ich kann wahlweise hier über. Ja, mach doch einfach so. Okay. So, theoretisch können wir jetzt hier weitergehen, aber wir wissen ja. Aha. Sieh mal einer an. Bumski, Bumski. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo uns das hier führt gerade. Offenbar hierhin.
Und Bonbonpapier? Gibt's hier wenigstens Bonbonpapier? Bonbonpapier ist Belohnpapier. Nicht mal das? Okay, aber mal gucken, was hier unten kommt. Oder habe ich die Belohnung jetzt oben liegen lassen, weil ich zu schnell nach unten gegangen bin? Und das hier ist unsere Belohnung. Eine weitere Nacht in diesem Bunker. Sag mir nicht, hier geht's auch weiter. Und wir haben da oben wieder was ausgelassen. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Okay. Da ist eine kleine Belohnung. Und da drüben... Ach, warte mal, da sind doch... War das nicht da, wo die Jungs saßen, wo wir unsere lustige Reise hier angefangen haben? Ja, ich glaube, wir haben hier Full Circle gemacht gerade. Wir kommen nicht unbedingt weit. Okay, warte. Oh, es wäre ärgerlich, wenn es hier wirklich weitergeht und das nicht ein Secret war. Oh, das ist immer so bescheuert. Und dann entgehen einem die ganzen anderen Sachen. Aber vielleicht war es ja doch nur ein Secret. Ja, es war nur ein Secret. Ja, Gott sei Dank. Puh. Puh. Ah, Gott sei Dank. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das, was uns eigentlich immer passiert. Oder oft passiert. Oder was einem sehr schnell mal passieren kann. Dass man aus Versehen die Sammelsachen nicht mitnimmt, weil es dann irgendwie wieder weitergeht, bevor man irgendwas machen kann. So. Okay, gut. Diesmal zum Glück nicht so. Diesmal haben wir... Es war kein Bohnenbohnenpapier, aber es war auch was anderes Schönes. Hier ist wieder Friedhof. Sehr friedhofig. Da hinten ist die Kirche. Ich glaube, da kommt man nicht mehr hin. Aber wir kommen zurück zum Friedhof. Wie? Ich meine, guck dich mal um. Guck dich mal um. Hier, überall. Guck dir die ganzen Abgründe. Wie, Oma? Wie? So, you finally made it here. How the hell did you get here first? Yep. There's no way you could survive what I just went through. Mind your language, young man. Maybe you underestimate old people. Or my story is not as complicated as yours. Either way, the only thing that matters is you're here. So is the clock nearby. How can I destroy it? I saw how you tried to smash the Corsilla, so I'm sure you have the power to stop the clock. You can either stop it or smash it. Up to you. But before you can do this, you need to find your answers. You need to understand why you promised you would never return to this place. Answers? Look at the graves. They contain countless stories. Someday you'll return to claim one of these. And everything you went through will be buried with you as well. Are you saying that everything is pointless? That no matter what I do, it'll all end up at the bottom of a grave? Now, follow me. Weiß nicht, ob ich das will. Ich würde mich gerne ein bisschen auf dem Friedhof umsehen, bevor ich der Oma folge. Und dann nehme ich auch so tolle Sachen wie das hier mit. Oder noch nicht. Oma, ich komme gleich nach, ja? Ich komme gleich nach. Someone who wants to meet you right now. Here? In this wasteland? The Revelation, Kapitel 11. Die Offenbarung. Ich bin nicht für eine Offenbarung bereit. So, schön, wie hier überall der Müll ist. Hallo Fliege. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob wir vielleicht auf irgendeinem Grabstein jetzt einen Namen sehen oder so. Damit hatte ich eigentlich gerechnet. Nur deswegen wollte ich nochmal schnell schauen, aber wie es hier aussieht. Also entweder, aber, nee. Hier ist halt nichts drauf. Okay. Gut. Das ist ein schöner Ort. Da wollen wir einkehren. Wo ist ein Omimi? Omili.
Da ist Omelie. Ich gehe da mal, ja? Jemand will mich treffen. Was flackert denn da so? Kann es sein, dass die Sonne exorbitant schnell... das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Wer will mich hier treffen? Bestimmt eine Person, die wir kennen. Habe ich mir gedacht. Aber es ist dieser Ort schon wieder. Das habe ich mir nicht gedacht. Aber ich habe mir gedacht, dass sie es sein wird. Nice to see you too, Daniel. What? How? I wanted to... apologize. What? You couldn't have survived such a fall. I was so pissed off when I realized who you really are. But even with the whole world turned upside down, you're still here. It made me think, maybe you're not looking for Stella. Maybe you are looking for yourself. I shouldn't stop believing in you. Obviously, she doesn't want to talk about her fall, and I have my doubts about what happened after that. It's not natural that I'm alive either. The real reason I was so angry at you is that I lost a child as well, and I felt that, unlike me, you actually had a chance to find yours. Ella, I'm so sorry. I don't know what to say. What happened? He was still unborn, and... I was forced to do it, but I don't want to talk about that anymore. Last time we met, you mentioned a letter. Can you give it to me now? I destroyed it. How could you? It was my last clue to find Stella. I don't think you need any more clues, Dan. You just need to understand who you really are. And reading that letter would not help you. Even now, you're not ready for what was written there. And you, why are you still here? I don't have any other place to go, Daniel. I never did. Now that the world is destroyed, you sentenced me to stay here with you. But now you have to go. It's time for you to find the truth. Will I ever see you again? Please. I'm sure you will. Und da ist sie bestimmt verschwunden. Nein, sie steht immer noch da. Ich hatte gedacht, dass sie... dass sie einfach verschwindet. Ich habe eine Frage. Sie hat ihr Ungeborenes verloren, weil sie musste, sagt sie. Ihr Ungeborenes verloren, weil sie musste. Ihr Ungeborenes verloren, weil sie musste. Die Schmerzen. Die unendlichen Schmerzen. Könnte es sein, aber inzwischen könnte alles sein. Ich bin halt gar nicht mehr sicher, was hier überhaupt was ist, wer hier wer ist. Ich habe keine Ahnung. Ich war vorhin noch überzeugt davon, dass sie die kleine Ela gewesen ist. Dass sie hier nicht weg kann, das ist uns allen natürlich klar. Warum sie hier nicht weg kann. Und ich bin ganz ehrlich, wenn Menschen in Erinnerungen weiterleben, dann wünscht man denen sowas hier nicht. Aber das ist ja auch eher metaphorisch gemeint. So. Ach Mensch. Och nö, nicht schon wieder. Diese Wände, ich kann die langsam nicht mehr hören. So, da hinten liegt Blut. Das gutes Blut? Warum? Ich höre das Bub, 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 Bub. Da gehen die Steine hoch.
Ich höre das Bub, 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 aber... Ich gehe mal kurz hier rein. Ja, da... Zumindest ist eine Erinnerung. Okay, ich gehe erstmal hier runter. Oh nein, vielleicht kommen wir nicht mehr hoch. Oh, doch, wir kommen wieder hoch. Wie gesagt, ich weiß immer nicht genau, wo es weitergeht. Da sind unsere Freunde wieder, da drin. Hi. So, ich will nicht lange stören. Ich wollte nur gucken, weil wir hier wieder so ein Dingelchen haben. Und die machen mich immer sehr, sehr neugierig. Nothing happened. Nothing happened. Yeah. Nothing happened. Okay. Gut, entschuldige bitte. Was ist hier los? Kann ich hier... Gibt es hier irgendwo Erde? Nee, ne? Erde habt ihr nicht für mich. Wenn ich draußen... wenn ich draußen was machen könnte, hier geht's wieder hoch. Könnte ich euch schweben lassen? Würde da vielleicht irgendwie rüberkommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da oben ist eine Tür, aber ich glaube nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Ich würde trotzdem mal gucken, weil da komme ich eh nicht rein. Auf andere Art und Weise. Da ist so eine geschlossene Tür. Okay. Ich geh erstmal wieder, ne? Tschüss, macht's gut. Komm da. Na, komm natürlich nicht hin. Ganz knapp. So, schön umgreifen. So. Das hätten wir. Warte, bevor wir das hätten. Das hier ist auch schon Stein. Weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Ich würde ehrlich gesagt schon gern irgendwie in diesen Bunker rein. Ich höre das Herz da drüben. Warte mal. Geht halt hier nicht. Und da unten ist auch keine Erde. Vielleicht ist da hinten Erde und dann müssen wir irgendwie runter. Ich weiß es nicht genau. Wir können hier momentan nichts machen oder ich bin zu doof oder ich sehe es gerade nicht. Hier ist halt auch überall nur Stein. Das ist auch Stein, also da können wir nichts machen. Leider. Ich würde erstmal hier nach oben gehen. Vielleicht können wir das Herz hier erstmal ausschalten und dann weitersehen. So, warte. Na, das kriegst du. Das Herz nicht kriegt, wundert mich. So. So. Wie gesagt, unten, ich würde gerne was machen, aber irgendwie kann ich ja gar nichts machen. So, hier mal wieder Taschenlampe. Oh, hey. Was ist das? Achso, das hier ist eine komische Wolke. Okay, gut. Ah, ich habe mich gerade kurz erschrocken. Warte. Gut. Das sieht beruhigend aus. Da mache ich mir keine Sorgen. Das sind alles Kinderspielchen. Ich sag mir nicht, dass gleich wieder Kinder rumlaufen. Also diese garstigen. Oh. Dieses Zeichen haben wir bereits gesehen. Mehrfach. War das Zeichen Inquisition? Boah, ich weiß es nicht mehr. Es steht aber auch für B oder für eine 2. Aber das Zeichen haben wir schon mehrfach gesehen. Mit irgendwas hat man es am Anfang in Zusammenhang gebracht, aber ich weiß nicht mehr genau. So, oder? Ja, locked. Ja, aber kann man nicht... Ja, locked. Okay, wir können auch mal nicht. Brauch noch den Schlüssel von irgendwo her. Ich hoffe, wir finden den auch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Hey, low five, low five, low five, low five, low five. Ih, da blubberte gerade was. Ih, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das Blubberbläschen. Eckjellhaft. Einfach eckjellhaft. So, hier Experimente. Oder Frühstück. Ich bin mir nicht ganz sicher.
So, da geht's hoch. Bevor wir das machen, gucke ich trotzdem mal hier. Okay, wir sollten vielleicht zum ersten Mal zum Herzen gehen. Und wir sollten nochmal das hier anhören vielleicht. Ist aber nur so. Okay, das ist einfach nur so. Gut, ich mache uns mal ein Tränkelein, ne? Damit wir hier ein bisschen hören können. Die ganzen Secrets und so. Okay, Inner Eye. Ja, ja, ja. Nein, nein. Devil's Pact auf keinen Fall. Purification. Calm Mind. True Sight. Das machen wir. Cook Crushed Mandrake Root. Crushed Mandrake Root. Und machen wir natürlich direkt wieder neu. So. Kann ich Mandrake gleich hier wieder. Zwei ganze Kilobytes. So, Kilobytes. Bitteschön. Zwei Henbane Leaves gecrushed. Henbane Leaves gecrushed. Nummer 1. Nummer 2. So. Die gecrushten kommen auch gleich wieder. Die werden wieder aufgefüllt. Und Henbane. Einmal und nochmal. Und dann noch Devil's Trumpet Root. Crushed, ne? Crushed Devil's Trumpet Root. Ja, okay. Ich guck mal 30 Mal, damit ich auch sicher gehe. Okay, jetzt nochmal die Root crushen. Und dann nochmal das Blümchen schnippeln. Und dann trinken wir. So, zum Wohl. Ja, oh, lecker. So, let's go. Hey, you're awake? Yeah, I just wanted to apologize. Apologize? For what? You know, you've always been so nice to me. Ach man, ich glaube, sie hat auch null Selbstvertrauen. Null. Oder Selbstwertgefühl ist, glaube ich, eher im Minusbereich als im Nullbereich. Too nice. Don't sweat it. No, I mean it. I just hate him so much. Okay, dann mal weiter. If you hadn't found me in that bunker, who knows where I would be right now? Actually, I was really worried. So I'm glad I got there before you vanished. But you need to rest. You still look real pale. Yeah, I do feel like shit. I should get some more sleep. July 11. Ich weiß leider nie genau, welches Jahr, weil irgendwie alle Jahreszahlen sind links. So, könnte jedes Jahr sein. 11. Juli. Scheiße, ich wollte schon wieder verschwinden, aber der Schmerz ist zurück. Heute ist es so schlimm, dass ich mich kaum bewegen kann. Im Nachmittag wurde es ein bisschen besser, aber nicht wirklich viel. Ich hasse meinen Körper. Und um ehrlich zu sein, hasse ich alles. Aber immerhin habe ich eine Sache geschafft. Ich habe mich bei Alexander entschuldigt. Er war nie gemein zu mir. Und er hat es nicht verdient, sich gehasst zu fühlen. Ich verspreche, morgen werde ich ihm helfen, mit was auch immer getan werden muss. Ich muss hier nur noch 7 Tage bleiben. Vielleicht finde ich ja irgendeinen Weg, damit es alles schneller vorbeigeht. Was auch immer passiert, ich werde nie wieder mit Vater reden. Okay, und wir müssen wieder ein kleines Tränkchen brauen. So scheint es. Und das machen wir auch. In letzter Zeit sehr oft, ne, mit den Tränkchen. Ich kann mir vorstellen, so, dass manch einer sagt, oh Mann, das mit den Tränken, das dauert mir aber zu lange. Weißt du was, ich baller die Herzen jetzt einfach weg. Wahrscheinlich ist das die Prüfung dabei. So, Mandrake Petal, das kennen wir ja schon. Machen wir erstmal den hier. Da ein schöner Trumpet. Ach Mist, hätte man das gewusst. Naja, egal. Dann hätten wir vielleicht später erst geschnitten. So, und Henbane.
Hanbane haben wir auch keine mehr. Das wird kritisch. Richtig kritisch. Okay, usen wir mal. So, lecker sieht das aus. Mmh, komm mal hier. Mmh. Der gute Curry-Gewürz-Ketchup. Lecker. Und jetzt Gabel rein und speisen. Ich mach mal das hier weg. Gabel rein und speisen. La 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 la. So. Ich mach die Geräuscheffekte jetzt selber. Weil die einfach immer fehlen hier. Gut. Hier haben wir noch so einen Teich von Suppe und ich fürchte, wir müssen irgendwie da. Also entweder, ich weiß nicht genau, ob wir da rein müssen, weil da kommt man nicht rein. Oder wir haben hier noch einen anderen Eingang. Meine Frage ist abermals, gibt es eine Möglichkeit? Gut, hier haben wir wieder gespeichert. Ich glaube, Checkpoints sind mal ortsabhängig. Der speichert dann da immer. Bin mir nicht ganz sicher. Ah. Hi. Du kleines Bonbon-Papier. Fast climb down? Ich glaube nicht. Aber wie kommen wir denn da hin? Da ist irgendwie eine. Hä? Da ist irgendwie so ein Bunkerausgang und dann können wir da vielleicht hin. Oder wir kommen von der anderen Seite vielleicht später noch hin. Das ist nur so ein Lockmittel gerade. Und wir kommen später noch von da hinten irgendwie rüber. Kann natürlich sein. Eine Sache, die wir jetzt aber noch haben. So, Fast Climb. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier betrifft. Ich beende mal eben die Folge. Es wird eh langsam viel zu spät. Ich glaube, ich mache mal. Ich weiß, wir sind kurz vorm Ende, aber ich glaube, das ist mal die letzte Folge für die heutige Aufnahmesession. Dann kann Zukunftsgronk mal ein bisschen ruhiger starten. Und vielleicht kann er sich hier mal ein bisschen ein zurechtknebeln. Wobei, der Checkpoint ist irgendwo da hinten. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Hier ist noch irgendetwas, was ich nicht bedacht habe oder was ich nicht gesehen habe. Hier, das Ding hier. Das können wir nicht schieben, das können wir nicht ziehen. Vielleicht darunter ist auch keine Erde. Das hier ist alles nur Stein, keine Erde. Ich probiere mal. Das geht nicht. Und hier wäre noch das hier. Das Herz haben wir gestoppt. Ganz kurz mal gucken. Nö. Nothing happened. Weißt du, bei Bonbonpapieren ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Oh ja, das habe ich gerade gesagt. Habt ihr Erde drauf? Nee, ne? Kann ich das in den Kopf rammen vielleicht? Ich dachte, das erlöst vielleicht oder so. Eventuell kann man da schnell durchhuschen, aber ich wüsste auch nicht, wohin. Ich glaube, da müssen wir durchhuschen. Ich glaube, es gibt keine andere Chance. Wir können hier kein Stäbchen setzen. Ich überlasse das Zukunftsgrund. Jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit V. Tschüss.